Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft auf meiner schönen Serverwelt hier. Ein paar Goofies. Ich muss Steine kloppen. Gebranntes Schweinefleisch, aber gleich so viel. Das ist gleich so viel. Sollte mal ein bisschen Essen raustun. Ich habe viel zu viel Essen in der Tasche. Da packen wir gleich mal ein bisschen in die Speisekammer. So, da müssen wir noch ein bisschen Steine klopfen. So, ich habe gerade eine YouTube-Ankündigung gekriegt, dass in Zukunft die Monetarisierung mir entzogen wird. Das liegt wahrscheinlich dran an meiner mäßigen Anzahl an Zuschauern. Das ist halt nicht werbewirksam, die machen da nicht genug Kohle. Gut, ich habe eh dabei nichts verdient, von daher war das dann letztendlich, wenn da was um die Ecke kam, eh dann nur für YouTube. Ja, da YouTube das ja nicht mehr macht, habe ich mir erlaubt, einfach mal ein Spendenbutton einzurichten. Das findet ihr oben in meinem Banner. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, könnt ihr das finden. Ich werde den Link vielleicht auch bei ein oder anderen Video reinmachen oder grundsätzlich bei jedem Video. Das ist aber rein freiwillig. Ihr müsst da nichts spenden. Wenn da was zusammenkommt, dann dafür wird dann eben Hardware oder eben neues Spiel gekauft, was wir dann auch dann spontan Let's Playen. Das könnt ihr dann auch, ich weiß nicht, ob ihr bei der Spende was zuschreiben könnt. Wenn ihr es dann könnt, habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Aber wenn ihr es dann könnt, dann schreibt ihr rein, wofür ihr es haben wollt. Und dann sehe ich das zu, dass das dann geht. Oder ihr schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr da eine bestimmte Verwendung für haben wollt, ja? So, was wollte ich machen? Ich wollte Essen ablegen und Essensvorräte. Ich habe zu viel in der Tasche. Das Tube. Oh, ein bisschen müde. Das Gammelfleisch lasse ich mal für die Hunde. Hier, gut, die Kartoffeln haben wir viel zu viele. Das packen wir ein bisschen raus. Und das Fleisch packen wir komplett raus. So, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier lecker Milch. Brauchen wir auch nicht mehr so viel. Haben wir auch hier. Wir haben jetzt mal schöne Ofenkartoffel. Das reicht aus. Steine haben wir da. Bruchsteine haben wir auch am Start. Brauche ich jetzt gar nicht Bruchstein, das tue ich mal in den Ofen, glaube ich, da werde ich gleich so genug haben von. Oh, ist auch noch mal Kartoffeln, Gott, das sind ja auch noch ein paar Kartoffeln, hier tun wir das rein, wir haben aber gar keine Kohle. Nehmen wir die Kohle von hier, wir können natürlich, wir hätten es auch anders machen können, da oben drin, das Geraffel drin, okay. Das lassen wir erstmal noch drin. So, meine Fackeln müssen hier hin. Brauchen die Hunde was zu essen? Ich weiß das jetzt gar nicht. So, gucken wir mal, gehen wir die Hunde mal einmal glücklich machen. Wir brauchen auch neue Hunde, sind mir ein paar gestorben, glaube ich. Oh, was mache ich denn da? Da sind sie alle schwimmen. Das war jetzt nicht gewollt, Entschuldigung. Huch. Naja, ein bisschen gebadet werden müsst ihr auch mal. Guck mal, wie er stinkt. Ne? Ach, jetzt habe ich hier die ganze Einrichtung versaut hier. So, der Hund hat sich schon freiwillig hingesetzt. Setz würde ich mal auch hin. Hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen und hinsetzen. Nein. Das war falsch. So, hinsetzen. Das Hund ist weggelaufen. Setz dich auch mal hin. So. Alles klar, Dankeschön. Da ist noch. Du stehst noch, ne? Hinsetzen. Hinsetzen. Frecher kleiner Hund. So, ich muss. Oh, was war das für ein Geräusch? Achso, das ist von Musik. Das ist von der Musik. So. Dann packen wir das mal zur Seite. Huch. Bup. Bup, bup. Ja, das ist toll. Ja, sehr viel. So, haben wir wieder den hässlich gelben Teppich hier ausgelegt. Okay, ja. Also, ihr müsst da nichts spenden. Also, ich bin da jetzt nicht zwingend darauf angewiesen. Ich kann mir mein Brot noch kaufen. Und, ja, Spiele kaufe ich sowieso und viele Spiele habe ich ja mit dieser Origin Flatrate, bekomme ich genug Spiele rein, die man dann halt mal anspielen kann zwischendurch mal. Mal sehen, ist der Hund fit? Okay, der ist fit, der Hund. Jetzt mit dem anderen Hund da hinten, gucken, ob die irgendwie Schaden genommen haben, sind ein bisschen verteilt hier. Heute ist fit. Auch gut, alles klar, danke schön. Okay, haben wir die Tiere alle gefüttert. Das ist schon mal hervorragend. Den sehen wir so schnell nicht wieder auf dem Server, habe ich schon mal gesagt. Ne? Ja, schön. Das war gut, das war gut. Okay, das war jetzt der Spielkram von mir. Das machen wir weg. Du bist so, ich muss Kasselkram gemacht. So. Machen wir weg.
Ah, das hier so schrieben, wer weiß ja noch nicht. Oh. Das sieht ja hier sehr einladend aus. Hm, viele Creeper, das gefällt mir nicht. Wenn du hier explodierst, ist mir egal, Creeper, aber... Na? Na, bitteschön. Nicht an der Treppe. Und dann komme ich wieder nicht weg. Jetzt mache ich überhaupt nicht leiden. Lass mal schnell eine Kartoffel essen. So, weiter geht's. Immer schön fit bleiben hier. Wir haben ziemlich viel vor uns. Aber wir haben schon ganz schön was geschafft. Also das ist ja nicht, ne? So. Okay. Ich werde hinten noch den Block wegmachen und dann machen wir die nächste Ebene hier. Also, das wird schön. Das wäre vor allen Dingen schön langweilig für euch. Okay. Ich denke mal. Oh. Ja, falsches Werkzeug. Ich denke mal. Ja, wir haben noch. Oh. Noch ein paar Minuten. Oh, Zombies. Böse Zombies. Chill. So. Ja, wir laufen genug Infizierte rum. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir hier deren Unterwelt hier abbauen, so langsam. Weil, wie gesagt, wir gehen ja auch bis zum Grundstein runter. Und dann, oh, da ist ja ganz hier einer runtergebuddelt. Da war eine Gierig auf Schätze, wie es aussieht. Unbändige Gier nach Reichtümern. Ich weiß nicht. Meine Gier ist zwar auch gebändigt, aber mich treibt doch eher der Bauwahn vor. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Hinten ist eine ziemlich dunkle Ecke. Mal von da hinten. Ich darauf geachtet, wo er gespawnt ist. So. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen schade jetzt mit YouTube. Ich hatte noch mal irgendwann die Hoffnung gehabt, das irgendwann doch mal zu erreichen, dass zumindest die Kosten eingespielt werden irgendwann. Ja. Obwohl das ein bisschen... eine gewisse Illusion natürlich dahinter steckt. Das wäre immer zu schaffen. Weil, ja. Man ist dann doch ein bisschen unqualifiziert, das richtig hinzubekommen. Ich weiß, wie gesagt, mache ich in erster Linie auch immer noch zum eigenen Spaß. Ja. Und dass dann für euch die Videos abfallen dazu, ja. Das ist halt dabei. Ja, aber wäre trotzdem einfach mal schön, wenn man das dann irgendwann geschafft hätte. Zumindest, ja, wenn man eine neue Maus braucht oder so, dass man dann einfach auf einen erworbene Geld, also Geld, das durch die Werbeeinnahmen steht, sich mir eben eine neue Maus kauft. Oder so, ne, klar. Muss man für die ganze Geschichte auch ein Gewerbe anmelden. Das würde ich dann auch tun, wenn eine Einnahme käme. Es kommt keine Einnahmen. Von daher. Weihnachten sind meine Einnahmen bis auf 30 Cent angewachsen und danach wieder steil abwärts. Ich glaube, gestern war stand da fast auf 10 Cent. So, ja, so zu dem Thema. Naja, wie gesagt. Ne, wenn ihr der Meinung seid, ich muss mir mal unbedingt eine neue Maus kaufen, ja, drückt auf den PayPal-Button und dann schmeißt mir die Kohle rüber. Aber bitte nicht mehr als 10.000. Dann habe ich ein Problem. Da muss ich nämlich begründen, woher ich das habe. Aber du, Bisschen, wo kommst du denn hin? Hat sich angeschlichen, das kleine Viech hier. Boah. So. Ja. Mein Kanal ist ein bisschen sehr auf Sims umgeswitcht, ja? Muss ich mal sagen, einfach. Also nicht daran, gerade weil mein Fokus ist mir gerade halt auf Sims. Ja? Macht mir gerade ein bisschen mehr Spaß. So. Und ja, also leider natürlich ein bisschen meine Kraft drunter. So. Das liegt darum, weil die auch im Moment kaum einer Zeit hat, mit mir zusammen zu spielen. Also, ja. Die Kinder schaffen das immer irgendwie, Computerverbot zu kriegen. Die machen immer irgendwie dummes Zeug. Und dann ist die Mutter der Meinung, und auch ich bin der Meinung, das ist klar, wenn wir beide Meinungen teilen müssen, das geht nicht, dass eine andere getrennte Meinung ist, dann ist ein Problem. Das sieht die Kinder natürlich schamlos aus. Wow, hab ich auch gepennt jetzt. Ui. Weißt du, bist auch nicht was abgerissen, aber einen Punkt habe ich hier liegen. Also schon mal was. Ja. Ja. Ja, also, ne, ein Computer ist ja schon. Die Kinder halt Mist machen.
Schule vernachlässigen oder so, dann ist leider natürlich Computer aus und Fernseher aus und so. Da haben sie mehr Zeit, sich um ihre schulische Leistung zu kümmern. Ja. Okay. So, das ist natürlich, grundsätzlich ist ja so. In der Woche dürfen sie so spielen. Nur am Wochenende. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe gesehen, dass ich mehr Zahl ältere Zuschauer habe. Also, ihr das handhabt mit euren Kindern. Ich habe damals hatte ich Pflegekinder gehabt, da habe ich es dann auch sehr liberal gehalten. Die konnten Computer spielen, wann die wollten. Wichtig war für mich immer, dass sie Hausaufgaben machen. Puh, das hat eigentlich weitgehend geklappt eigentlich. So. Ja, aber sie ist halt jede Mentalität ist halt anders. So. Also bei der Jüngeren hat es nicht so gut geklappt damals. Hat mich hingekriegt, erstmal Schulgeschichte anzuarbeiten und dann gerne Spaß zu machen. Wollte gleich Spaß haben und das jetzt auch noch Hausaufgaben. Ja. Also da war immer ein bisschen Stressfaktor. Aber das legte sich relativ schnell, das ging. So. Ja, und jetzt haben wir jetzt mit meiner Frau und meinen Kindern. So. Da muss man sich natürlich aufeinander einlassen. Man muss, ja, wie sage ich das? Muss ich absprechen. Das ist so. Wir haben es eben halt, da ich ja immer noch sehr dafür bin, dass eben halt Kinder in der Computerwelt Kontakt bleiben müssen. Ja, das ist nur eben halt zum Spiel. Und sie eben halt der Meinung ist, lernen und noch mehr lernen, bis der Arzt kommt. Das haben die Asiaten so an sich. Das ist das, was die Priorität hat. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste, aber das passt hier nicht in diese Welt. Die war nicht meine Welt. Also ich bin da schon der Meinung, dass sie eben halt, dass man auch Spaß haben soll. Ne? Also ein bisschen Kind sein und so. Das finde ich schon wichtig. Aber eben sehe ich natürlich auch ein, dass sie die Schulleistung stimmen muss. Das ist ganz klar. Ja, heutzutage ist das so wichtig geworden. Ich jetzt noch ein Tunnel nach oben. Das ist ja ein Schweizer Löcherkäse hier. Da oben ist ein Loch drin. Wie kommt der denn dahin? Da muss ich zumachen. Habe ich Erde in der Tasche? Ich habe einen Hochbaum. Da hat sich da wohl irgendwie einer mal einen Tunnel reingebaut hier. Die Minecraft-Folgen haben übrigens auch weniger Aufrufe als die Sims-Folgen, was mich ein bisschen wundert, weil ich bei Sims ja auch noch weniger erzählen kann, weil da doch ein bisschen so die Interaktion mit den Sims ein bisschen aufwendiger ist. Also da ist man schon ein bisschen mehr auf das Spiel konzentriert und weniger auf das Reden. Da kann man ja so erzählen. Das sind ungefähr die Leute, was ihr hier macht, mit diesen Löchern immer überall. Dann ist die Folge auch durch, denn wenn die drei Spitzhacken leer sind, dann haben wir die Folge fertig. So. Die habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr im Vorrat. Ich habe, glaube ich, heute die letzte Folge, die ich auf Reserve hatte, freigeschaltet. So. Dann habe ich gedacht, dann mache ich mal noch eine Folge und zumal ich auch wieder ein bisschen Lust hatte, ein bisschen Steine zu klopfen. Einfach ein bisschen zu chillen. Das ist einfach entspannt. So hier hin und her zu laufen und Steinchen klopfen. Das macht einfach den Kopf frei, ja? So. So, letztes Jahr habe ich ja nicht mein Ziel geschafft, einen Livestream zu machen. Ich traue mich auch so nicht richtig ran. Ich weiß nicht, wenn ich dann so einen Stream starte, ja, wie reagieren die Leute? Wie kann ich? Ja, wie reagiere ich? Kann ich da, Leute irgendwie unterhalten, kann ich auf die Fragen, die eventuell auf mich zukommen,
angemessen oder von mir richtig antworten. Ich bin früh wach. Ja. Wir hatten ein Fernessen, ich ein bisschen. Da mussten wir ein bisschen früh aufstehen. So. Okay, jetzt machen wir, hier glaube ich mal Licht, denn ich glaube, hier wird wieder Ort sein zum Spawnen von diesem Monster. Ah, wir haben noch mal weg. Jetzt machen wir hier die letzte Spitzhacke halt kaputt noch. Und dann haben wir es soweit geschafft. Wir machen uns mal hier den Weg lang. Den wir machen um die Treppe erstmal frei, ne? Um die Treppe herum machen wir es ein bisschen freier. Aber in uns ist mein Weg natürlich dahin. Wie so eine Made fressen wir uns hier durch. So. Ich meine, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare posten, was ich vielleicht mal anspielen soll oder so. Gucke ich mal, ob mir das Spiel gefällt, dann spiele ich das an für euch und werde dann schon während des Anspiels euch sagen, das Spiel finde ich gut oder sollten wir noch ein paar Folgen von machen oder finde ich nicht so toll oder ja, dann jetzt eben halt nur diese eine Folge, ist angespielt vorgegeben. So. Das ärgert mich so ein bisschen immer noch sehr, dass ich hier dieses DSA, wie heißt das, Dragon, ich habe den Namen nicht vergessen. Naja. Finde ich meine Playlist. Dass ich da nicht weitergekommen bin. Ich bin einfach so doof gewesen dafür anscheinend. Da wirklich voranzukommen. Ja. Obwohl das leicht war, ne? Auf leicht soll das eigentlich ziemlich easy durchzuspielen sein. Das soll eher so ein Story-Modus sein. Aber es hat nicht geklappt. Ich kam nicht weiter. Kam ab endlich weiter. Ja. Boah, ich bin so müde. Das soll ich keine Aufnahmen machen, wenn müde ist, aber. Ich habe nur am Wochenende eine Chance dazu. Mein Himmel lieber, ich komplett ein und mach keine Folge mehr. Ja, dann schlafe ich nämlich ein, wachen zwei oder drei auf. Oh ja, kann ins Bett gehen. Und tschüss. Ja, und habe gar nichts gemacht. Ja. So, okay. Da ich auch Folgen im Voraus nicht aufnehmen muss, dann mache ich das halt so. Ja. Und diese hier Folge ja ziemlich einsam bleiben wird. Aber. Mal gucken. Dann muss ich jetzt gleich nochmal eine Sims-Folge aufnehmen für eine Sonderstaffel. Mit diesen kleinen Hexe da. Der frechen, teuflischen Mädchen da. Dass ich begonnen habe, ist parallel zu dem, wie hieß der Bengel noch? Dass ich dort allein durchs Leben schlägt. Nein, allein nicht ganz, aber. Ich die erwachsene KI ziemlich beiseite lasse und nur den Bengel spiele und mit Hilfe der Hilfeaufforderung, die er machen kann, schaffe, dass er überlebt. Obwohl, ich habe auch ein bisschen bei den Erwachsenen eingegriffen, zumindest bei seiner Pflegemutter, dass sie Job hat und solche Sachen. Oh, geil. Skeletto. Hey. Jetzt Rüstung. Hey. Oh, da ist noch einer. Hey, ich komme, ich bin angestürmt. Wo ist er? Und Abi. Ja, sehr gut. Noch mehr? Das war's. Okay, dann können wir raus. Huch, hier ist alles kaputt. Das ist immer sehr lästig, dass hier der Treppenaufgang völlig zerstört ist. Jetzt haben wir einen anderen Mann getötet. Ich habe alles verloren. Ich habe Ausrüstung. Scheiße. Und dann habe ich vergessen, hier zu schlafen. Und dann bin ich dann woanders gespawnt. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu ein Video gemacht habe. Glaube nicht. Habe ich auf Swing gemacht. Das ist eine Scheiße. Das ist echt ärgerlich. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Steinchen. Also die Steine tun wir natürlich draußen in der Kiste hin. Und dann haben wir auch diese Folge wieder geschafft und wir sehen uns dann bei der nächsten Steineklopf-Folge. Ich weiß auch gar nicht, was ich da unten bauen soll. Vielleicht habt ihr dazu auch Ideen. Ihr könnt dazu Kommentare geben noch und nachher, was ihr vielleicht für Ideen habt. Ich werde es wahrscheinlich zu 90% wahrscheinlich nicht umsetzen. Ich muss hier einen Koffer. Aber kann ja sein, dass da was bei ist, was mich auch total begeistert und ich das dann doch umsetze. Sein. Ja, ich will nur jedenfalls vermeiden, dass ihr euch nicht Hoffnung macht, wenn ihr da reinschreibt, dass ich das baue mal, dass ich das dann auch baue. Das ist unwahrscheinlich. Das Spinnauge nehmen wir mal bitte, das kann hier drin nicht liegen. So, das packen wir erstmal dann drin in die Kiste. So. Okay. Noch zwei Pfeile, okay. Pfeile ist gut, aber ich habe gar keinen Bogen in der Tasche. Den habe ich wahrscheinlich auch verloren.
Habe ich hier noch Bogen? Bögen habe ich hier. Die müssen repariert werden. Dieser Bogen. Schlag 1 hat er nur. Knochen. Also für die Wuffis, die Augen können hier rein. Habe ich erstmal hier reingetan. Können wir machen. Und Sprengpulver tun wir auch hier rein. Was ist das denn hier? Ein Eisenschwert. Wo ist das denn her? Würdest du mir die Kinderbücher schenken, übrigens? Ich konnte das nicht ansehen, dass ich hier mit Eisenschwert und Rinder genau das Eisenschwert hier gemacht habe. Was ist ein Diamantenschwert? Wo ist das denn her? Wirklich? Das ist doch mein Banner. Schwert 2. Das ist doch mein altes Gewehr. Hat das einer den Monster getragen? Das ist ja krass. Kann ich miteinander zusammenfügen? Dann können wir noch besser, oder? Geht das? So, wie das und das zusammenkugelt. Hüpfos, Verbannung, Schärfe 2, Haltbarkeit 1, Reparatur. Cool. Der Reparatur. Ah, ich brauche Erfahrung 17. Scheiße, hab ich keine Erfahrung. Was auch nicht, habe ich genug Erfahrung. 10 habe ich erst. Ach, das läuft natürlich die Beine hier rein. Dann werden wir uns einfach mit Schwert durchschlagen und dann hoffentlich wir bald Stufe erreichen. Aber nicht heute, nächstes Mal. Erinnert mich daran. Nee, ich vergesse nämlich immer alles. Alles klar. Habt euch wohl. Bis dann. Euer Jockel. Ciao.